Bevor es mit dem Video losgeht, etwas ganz Wichtiges, was ich loswerden möchte. Und zwar bekomme ich immer mal wieder Nachrichten, ob ihr mir was zusenden könnt, was ich dann für euch wegsprenge. Falls ihr irgendwas habt, was ihr mir senden wollt, was ich in die Luft sprengen soll, wo ich Bälle reinstecken soll, könnt ihr mir das jetzt zusenden. Und zwar ist die Adresse unten in der Beschreibung, ist eine Packstation, ganz, ganz wichtig. Bitte sendet euer Paket spätestens am 5.7. los, 5.7.2023, 5. Juli, nicht mehr am 6., nicht mehr am 7., sondern spätestens am 5. Also ab sofort könnt ihr mir Pakete schicken mit eurem Zeug, was ich für euch in die Luft sprengen soll. Ich bin gespannt, was mich alles erreichen wird. Los geht's mit dem Video. Yo, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, wie viele Böller überlebt. Und in dieser Folge heute werden wir testen, wie viele Böller ein Benzinkanister überlebt. Das ist das gute Stück. 20 Liter passen da rein. Ansonsten sind da auch noch, ja, man kann es nicht hören, aber ein paar Tropfen Sprit sind da noch drin. Bin mal gespannt, ob sich das gleich entzünden wird. Aber für den Fall der Fälle sind wir hier bestens mit einem fetten Feuerlöscher vorbereitet. Von dem Benzinkanister habe ich auch nicht nur einen mit dabei, sondern gleich drei. Hier sind noch die zwei weiteren. Bei denen eine Besonderheit, die sind gefüllt, aber jetzt nicht mit Sprit. Also wundert euch nicht, sondern da ist nur Wasser drin. Bestimmt dachtet ihr bei dem Titel gefüllte Benzinkanister, dass da Sprit drin ist. Da müsst ihr euch leider enttäuschen. Ich glaube, das wäre hier an dieser Location viel zu gefährlich und verantwortungslos. Jedenfalls will ich einfach mal sehen, wie die Böller da reagieren, ob die überhaupt angehen werden, welche Böller angehen werden. Und falls das mit dem Wasser blöd ist, kann man es ja immer noch auskippen. Denn ich denke, ein Benzinkanister, der wird nicht lange halten. Die sind schon dick und so, aber wenn da so ein F3-Knaller reinkommt, da könnten schon die Fetzen fliegen. Und genau aus diesem Grund ziehen wir uns erstmal die Schutzbrille an. Amy ist übrigens heute auch mit dabei. Das hier sind die Knaller für heute, insgesamt 26 an der Zahl. Hier dieser Part, das habe ich ja mal wieder super gemacht, ey. Links hier die Knaller aus Deutschland, rechts die Knaller aus Tschechien. Also harte, schöne Dinger. Lasst uns keine Zeit mehr verlieren. Ich stelle die Kameras auf, dann stecken wir den ersten Feuerwerkskörper rein. Lasst einen Daumen hoch da, Freunde, wenn ihr noch mehr Böller-Videos sehen wollt. Das motiviert mich, noch mehr Böller-Videos zu drehen. Jetzt, wo es noch nicht so trocken ist, kann man das ruhig noch machen. Der erste Kandidat für heute ist hier diese schöne rote Schlange. Wir fangen wie gewohnt mit den schwächsten Knallern an und steigern uns dann langsam. Ich stecke die Schlange in das Loch und Amy zündet das Ding an. Bin mal gespannt, wie gut der dämmen wird. Oha, ey. Also ich finde, man sah deutlich, wie es da drin gebrannt hat. Sah heftig aus. Ein heftigerer Effekt, als wenn ich das Ding nur normal angezündet hätte. Schieb mir direkt den nächsten rein. Einen kleinen Scream-Heuler. Alter, geil, Mann. Das sieht echt geil aus durch den Kanister, finde ich. Ich glaube, das wird heute ein richtig guter, knalliger Tag. Böller in den Kanister reinstecken, gefällt mir. Jetzt geht's weiter mit einem knalligen Knallfrosch. Hier haben wir ein kleines Problem. Ey, der passt da kaum rein. Ich muss ihn auf jeden Fall reindrücken, die Zündschnur festhalten. Nicht, dass ich den noch verliere. Schön vorsichtig mit Gefühl. Ja, manchmal ist es so, dass man nicht so gut ins Loch reinkommt. Da muss man echt vorsichtig und mit Gefühl machen. Ganz genau so. Ich denke, das reicht und gleich schieben wir nochmal nach mit dem Stock. Auf die Plätze, fertig, los. Yeah, er ist drin. Wie so Rauchfürze, süß. Machen wir direkt weiter. 30er Knallerkette. Oh, das ist gar keine 30er Knallerkette, sondern da sind 30 Knaller drin. Ups. Habe ich mich vertan, aber ja, wie hätte ich auch eine 30er Knallerkette da reinstecken sollen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls stecken wir jetzt diesen kleinen süßen Knaller rein. Ja. Geil! Was war das denn? Davon muss ich eine Slow-Motion-Aufnahme machen. Dieser Böller-Vergleich hier, der wird ganz andere Schiene. Ich.
Oh, der erste hat mir besser gefallen, aber der war auch okay. Schauen wir uns Slow Motion an. Es kann ja nur noch besser werden. Der nächste ist hier der XP3, aber die F2-Version, also der ist nicht so heftig. Nichtsdestotrotz, wenn dieser kleine Böller schon so geil im Kanister aussah, kann ich mir vorstellen, dass wir hier ein noch schöneres Ergebnis erzielen können. Let's go! Yes! Eingelocht! Wow! Also der Knall, der war schon lauter auf jeden Fall. Mal schauen, wie das beim roten Corsa aussehen wird. Alter, der hat sich einfach getarnt. Junge, der Böller dachte, wenn er sich tarnt, sehe ich den nicht, ey. Der hat einfach so ein Gilli jetzt an. Kurze Eilmeldung an dieser Stelle. Mich hat gerade eine Mücke in den Hinterkopf gestochen. Ich glaube, ich hätte mal ein paar Raucherzeuger mitnehmen sollen. Dann hätten wir die verjagt, ey. Ja. Let's go, roter Corsa. Oha, Junge, unerwartet gut. Der hat mir hier einfach den Kanister umgehauen. Was sollte das denn, ey? Ey, ich komme einfach nicht drauf klar. Ein Mückenstich in den Kopf, ich glaube, das hatte ich noch nie. Die gönnen mir einfach meine kurzen Haare nicht. Naja, stecken wir als nächstes Retro-Böller von Funke rein. Mal gucken, ob die Fetzen rausfliegen werden. Jo, eingelocht. Alter, das war irgendwie ein komischer Knall. War das ein komischer Knall oder liegt es am Gehörschutz? Das war ein komischer Knall. Einfach so puff, ne? Ja, wie so ein verpuffter Furz. Ein Furz ist immer verpufft, oder nicht? Weiter geht's mit Donnerschlag. Oh, so langsam wird mir warm, aber ich traue mich nicht, die Jacke auszuziehen. Ich habe keinen Bock, hier 1000 Mückenstiche zu kassieren. Deswegen aktivieren wir den Schweißmodus. Und mit unserem stinkenden Schweiß ziehen wir einfach noch mehr Mücken an, die mich in den Kopf stechen können. Los, Pikachu, Donnerschlag! Alter, geile Rauchentwicklung. Ich glaube, ich muss noch mal ein paar Schritte nach hinten gehen bei den größeren Knallern. Aber ein heftiger Donnerschlag war das jetzt nicht, ey. Das war überhaupt nicht Pikachu-würdig. Wir nehmen uns den letzten Knaller aus Deutschland. The Lappen. Los, Amy, zünd die Stange an. Yes. Junge. Habt ihr gesehen, wie schwach der war? Der Kanister ist noch nicht mal umgefallen. Und solche Böller nennen sich King. Tja, bei dem Böller ist es einfach genauso wie mit den Königen heutzutage, also den Regierenden. Nichts dahinter, außer heißer Luft. Ey, kommt schon, der Vergleich war schon nicht übel, oder? Nehmen wir jetzt den ersten Böller aus Tschechien. Hier dieses Ei, Blitzknallsatz. Vielleicht wird er schon ein bisschen besser knallen als der The King. Wir zünden. Ja, das war schon wie King-Niveau, obwohl das nur so ein kleines Furzei war. Der lange Pirat ist der nächste. Oh, da hatten wir wieder eine schöne rot leuchtende Knallentwicklung. Machen wir jetzt mal das Ding rein. Ich glaube, der ist nicht zu unterschätzen für seine Größe. Was mir bei diesen Böllern so gut gefällt ist, die haben eine lange Zündschnur. Amy, zünd das Ding an! Oh, Alter, was? Boah, ich war gerade richtig verwirrt. Im ersten Moment dachte ich, ist ja nur so ein Crackling-Böller, aber dann kommt noch ein Knall. Unerwartet. Konnte mich gar nicht mehr an die erinnern. Ein paar Böller haben wir noch übrig. Die großen Kaliber, die werden gleich beginnen. Erstmal ein schöner Dom-Bum-Silver. Ich bin gespannt, was passieren wird. Oh yeah. Ich würde sagen, bester Knall bisher, oder? Es wird gleich noch besser. Black Mamba ist der nächste. Zeig mir, was du drauf hast, Black Mamba.
Ja, waren okay. Eher enttäuschend. Freunde, haltet euch fest, jetzt wird es richtig wild. Ich mache da so ein kleines Bombenrohr rein. Screamshot, das wird heulen. Und wird das auch knallen? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Wir finden es einfach heraus. Und hier gehen wir mal lieber auf Nummer sicher und gehen in Deckung. Sehr geil, Alter. Wow, Freunde, das war so episch. Genau wegen solchen Momenten mache ich das. Schaut euch das an. Da hat da ein Loch reingeballert. Ganz schön hart, diese Bombenrohre. Und als das anging, ey, das sah so aus, als wenn das so im Kreis fliegt da drin. Richtig geil. Hat mir sehr gut gefallen. Och, den Kanister, den können wir auf jeden Fall nochmal verwenden jetzt. Ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt mal einen von den anderen Kanistern, die mit Wasser, stecken da mal so eine Achtung rein und gucken, ob er angehen wird. Ach, und übrigens, ich habe eine Rauchkanone entwickelt, eine Rauchmaschine. Das ist nicht zu unterschätzen. Was meint ihr? Wird er angehen oder wird er nicht angehen? Aimi zündet das Ding an und wir finden das raus. Let's go! Jawohl, er blubbert. Oh, ich glaube, er ist leider ausgegangen. Ich probiere es hier nochmal kurz mit so einem deutschen Knaller. Der hat eine ziemlich stabile, fette Zündschnur und das ist auch sehr gut gerollt. Das hört sich gut an. Oh, geil, süß. Wollen wir es hier gleich mal mit dem Big Bang 2G probieren? Komm, Freunde, ich riskiere es. Der ist eigentlich auch sehr gut gerollt und der sollte nicht nass werden, bevor er in die Luft geht. Ich hoffe, das wird geil und ich werde den Big Bang 2G nicht verschwenden. Zünden wir ihn an. Oha, Alter. Es hat einfach den Stopfen weggeballert. Habt ihr das gesehen? Also diesen kleinen Stopfen meinte ich. Geil, Mann, der ging in die Luft. Das ist sehr gut und der Kanister hat es überlebt. Es läuft kein Wasser aus. Versuchen wir das Ganze jetzt mit diesen Dumbo Miggel. Ach, das ist irgend so eine komische Charge. Die sind irgendwie nicht so stark. Die habe ich aus dieser Feuerwerks-Mystery-Box, die sich überhaupt nicht gelohnt hatte. Hoffentlich geht der an. Alter! Der hat ganz schön viel Wucht gehabt. Ey, mein Wasser. Ich glaube, der konnte den Kanister umhauen, weil der Böller auf den Grund gesunken ist und der andere, der ist halt oben geschwommen. Jetzt direkter Vergleich. Bandit. Sieht eigentlich fast genauso aus, nur anderes Etikett. Let's go. Junge, das Ding ist gehüpft. Geil, geil, richtig geil. Boah, ich freue mich schon auf den Big Bang 5G, das könnt ihr mir glauben. Aber erstmal kommen noch ein paar andere. Ich glaube, der wird auch eher an der Oberfläche schwimmen. Wir zünden. Wir haben gezündet. Oh, das war ganz schön hell. Der nächste Kandidat, bitte. Ich kann mir vorstellen, dass er feucht wird, aber mal sehen. Ausnahmsweise wäre das an dieser Stelle nicht gut, wenn er feucht wird. Let's go! Oh, der war okay. Ich glaube, gleich wird es besser. Wir nehmen uns den nächsten, der ist schon etwas dicker. Mal sehen, wie lange der Kanister noch überleben wird. Boah, Alter, ein Kanisterflip. Der verliert langsam sein ganzes Wasser hier, der Kollege. Noch muss ich noch ein paar Böller nicht reinstecken. Mach mal keinen Scheiß.
Okay, Freunde, 4 Böller haben wir noch übrig. Nehmen wir uns jetzt hier diesen schönen Dumm-Bumm-Mittel. Ich hoffe, der wird nicht ausgehen. Der ist auf jeden Fall schon sehr gewaltig. Bitte, bitte, Dumm-Bumm-Mittel, tu mir den Gefallen, geh nicht aus. Das sieht gut aus, Freunde. Oh, sehr gut, sehr schön. Oh, schnell aufstellen, die den Kollegen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es hört sich schon irgendwie angenehm an, wenn die Böller da drin blubbern. Mamba 1 ist der vorvorletzte Böller. Mal schauen, ob der stärker reinhauen wird. Wir zünden das gute Ding an. Kann sein, dass er ausgegangen ist. Nee, er hat's überlebt, aber er war nicht allzu stark. 2 Böller noch, Freunde. Als erstes hier den schönen spanischen. Der wird an der Oberfläche bleiben und der haut richtig rein. So, das Bonbon muss ich hier erstmal ordentlich reinstecken. So, Aimee, du darfst zünden. Steckt der überhaupt richtig drin, ey? Das war schon ein ordentlicher Knall, Freunde. Wir nehmen uns jetzt den Big Bang 5G. Da kann ich euch mal meine Idee erzählen. Ich habe übelst den geilen Sprenkler entworfen. Man nimmt sich einen Benzinkanister, füllt den mit Wasser, steckt ein Big Bang 5G rein. Dumm-Bumm 5G. Entschuldigung, ich habe mich verguckt. Ja, dann zündet man den an, schmeißt den rein und dann hat man den besten Sprenkler der Welt. Schritt Nummer 1. Wir installieren die Sprenkleranlage und füllen dazu mehr Wasser in den Benzinkanister. Schritt Nummer 2. Wir nehmen uns den Böller, zünden ihn an, werfen ihn rein und begeben uns in Sicherheit. Aber sowas von in Sicherheit. Ganz, ganz wichtig. Und dann kann man genießen, wie sein Rasen gegossen wird. Und was sagt ihr, Freunde, zu meiner Sprenkleranlage? Hat sie euch gefallen? Das Gute an der ist, man kann sie sogar mehrmals verwenden. Das Ding funktioniert nämlich noch. Ich fand, das war ein wirklich sehr, sehr geiles Böller-Experiment. Sehr schöner Böller-Vergleich. Ich hoffe, es hat euch gut unterhalten. Hat euch vielleicht ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Wir sehen uns morgen um 18:15 Uhr wieder. Aktuell gibt es hier Daily Upload. Peace.